Allmann im Stripclub. Sportsfreund, auf deinen letzten Tag in Freiheit, auf deinen Junggesellenabschied. Jetzt lass auch noch mal richtig krachen, Freunde. Jawohl, Jungs. Heide, Witzker, was für ein Gerät, hä? Wir sind hier die Brandschutzordnung, bauen Feuerlöscher. Hier geht's heiß her. Nee, wegen, weil's heiß, weil die Mädels so. Aber sie klatschen auch nie, wenn das Flugzeug landet, oder? Heide, Witzker, schau mal da drüben, das ist aber ein Gerät, ey. Uiuiuiui. Ich fühle mich ein bisschen wie beim FKK-Sport, Freunde. Hey, zeigen aber schon ein bisschen viel Haut hier. Digga, was für Haut? Das ist Plastik. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Aber ein bisschen Haut ist ja schon noch an dem Plastik. Ja. Als Bioprodukt geht sie vielleicht nicht mehr durch, ne? Aber wer weiß, vielleicht sind die Implantate fair trade. Auf jeden Fall würde ich sie gerne mal recyceln. Ach komm schon, Leute, das ist ein Schenkelklopfer. Hä? Nee? Heute auf einen schönen Abend, Jungs. Heute auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Wie sagt man nochmal bei euch, wenn das so ein bisschen schweinisch? Da gibt's doch dieses Wort für bei euch. Schweinisch? Nee, ich meine so in deiner Sprache. Da gibt's doch dieses Wort für. In meiner Sprache? Ja. Nee? Dings. Harem. Harem. Haram. 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 Ja. Haram Stufe Rot, Habibi. Schmeißt die Muckis durch den Club und schreit Fo! Winkt mit eurem Schluck und schreit Fo! Ich glaube, die meint mich. Die meint ich auf jeden Fall. Ja? Muss ich jetzt bezahlen, oder? Komm, geh erstmal dahin. Komm, okay. Na, wie geht's dir? Spitze! Ja. Hast du ein bisschen Geld? Ist dir gut? Ja, super. Soll ich das einfach hier rein, oder? Scheine. Hast du keine Scheine dabei? Scheine? Mhm. Einfach irgendwo reinstecken. Zeig mal her, was du da hast. Kannst du rausgeben auch, weil ich habe nur einen 20. Wie? Ja, oder kontaktlos. Das ist Apple Pay. Hätte mich aber abgezogen, ne? 20, Leute. So läuft das hier. Ich meine, sie ist gut, aber nicht so gut. Da ist ja noch gar nichts passiert. Die hat ja nur ein bisschen mit dem Arsch gewackelt. Das kann ich auch. Digga, das ist ein Stripclub. Ja. Das ist normal. 20. Das ist sogar zu wenig. Ja, dann lass uns wieder gehen. Beruhig dich erstmal. Simon Sugar Daddy. Ich und du und Bentley. Ich schau mir das Ganze nochmal aus der Nähe an, ne? Dass sich die 20 Euro auch rentieren. Ui, Heidewitzka. Mein lieber Schwan. Ja, überragend. Aber das mit den Stöckelschuhen, das geht schon auf die Wirbelsäule auf die Dauer, ne? Ich habe einen super Chiropraktiker, ich kann dir die Nummer geben. Soll ich dir meine Birkenstocks leihen? Sag mal, ist die Stange eigentlich auch desinfiziert? Und jetzt verreibst du das auf dem Körper auch noch. Ich kann auch andere Dinge auf meinem Körper verreiben. Verstehe nicht. Gefällt dir? Tippitoppi. Ja? Ja. Das ist schön. Das ist aber ja schon zusammengezählt, ist das ja locker ein durchschnittlicher Monatslohn, oder? Was verdienst du so netto? BAföG musst du auch nicht zurückzahlen wahrscheinlich. Gib mir ein paar Scheine. Ich habe das Gefühl, es geht nur um Geld in unserer Beziehung. Aber auf die Dauer wird das aber schon ein bisschen frisch hier, oder? In dem Fummel. Ist richtig heiß. Mhm. Also ich fröstel ein bisschen gerade. Ich kann es dir aber heiß machen. Darf ich eigentlich ein Selfie machen? Du weißt schon, was da steht, ne? Wow. 500 Euro. Ja, fast selber anzeigen. Bitte schön. Zwei Diesel bitte. Bitte was? Cola-Weizen. Wie jetzt? Ja, keine Sorge, geht auf mich. Ich will Champagner, okay? Champagner? Mhm. Was kostet ein Champagner? Da geht ab 500 los. Kann man die Rechnung getrennt machen? Wie getrennt? Trinkst du nichts anderes? Kiba oder so? Mhm. Ich hab dir ja schon 20 gegeben. Ich muss das ja alles aufaddieren. Mehr mit, oder? Oh, ich habe noch einen Fuffi tatsächlich. Aber
wie sieht's aus? Wir beide da hinten? Scheiß auf Champagner. Oder? Ach komm. Jungs, Abschleppdienst. Okay. Sag mal, wissen deine Eltern eigentlich, dass du das hier machst? Oder wirst du dazu gezwungen? Ich kann dich hier rausholen. Ein Freund von meinen Eltern ist Anwalt. Bist du mein Sugar Daddy? Ich dein Sugar Daddy? Mhm. Das kann gar nicht sein. Ich habe stets vorbildlich verhütet. Und außerdem bist du für meine Tochter viel zu alt. So, jetzt kann's ja losgehen. Geht's los? Mhm. Okay. So. Ready. Schon okay. So ist es. Ja, ich merk schon, wo das hinsteuert. Always wear protection, ne? Safety first. Kann losgehen. Außer. Boah, ich bin so bald auf dich. Wow! Das ist ein rabattiertes Original, das wird aber verrechnet am Ende. Hm. Boah, ich bin schon ganz feucht. Ja, mir ist das mit dem Schimmel an der Decke auch aufgefallen. Die haben ja ein Problem. Das ist wahrscheinlich eine Leitung lecken oder so. Sag mir was richtig Schmutziges. Schmutziges? Ja. Dreckig. Ungespültes Geschirr. Dreckiger. Die Sohlen meiner Birkenstocks. Dreckiger. Der Filter von meinem Luftreiniger. Dreckiger. Türklinken an öffentlichen Toiletten! Oh, bist du auch schon so geil? Nee, also noch nicht so viel bei mir. Ach, so einer bist du. Ein ganz böser Junge. Du stehst wohl auf Schmerzen. Ah! Spinnst du? Aua! Hallo? Sie hat damit angefangen. Das war Notwehr nach Artikel 32 im Strafgesetzbuch. Das ist erlaubt. Du schuldest dir noch 500 Euro, Kollege. 500 Euro? Das ist Wucher. Ja, ich bin ja noch nie mal, ist ja noch nie mal, also ist ja nichts passiert. Sag mal, willst du noch eine fangen oder was? Okay, okay, Deal, ja? Halbe Latte, halber Preis. Ja, aber da war du, Sportsfreunde. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Wir haben noch ein Video gedreht auf Katjas Kanal, sofern er nicht gelöscht ist. Genau, aber er ist wahrscheinlich da. Wenn das Video online ist, ist er auch da. Dann könnt ihr euch das jetzt reinziehen. Sugar Daddy in 15 Styles. Beste Leben. Unbedingt draufklicken. Brezelt richtig. Ja. Danke. Mag das Knarzen von der Straße.